Virya-Stambhanasana ist die Stellung des Haltens der Sexualenergie, der Geschlechtsenergie. Virya ist die Sexualenergie unter anderem und Stambhana heißt festhalten. Und es gibt verschiedene Asanas, die als solches bezeichnet werden können. Zum einen ist Siddhasana an sich eine solche Übung, wo du eine Ferse zwischen Geschlechtsorgan und Anus gibst und die andere Ferse von vorne ans Schambein gibst. Samuel macht diese Stellung gerade. Diese Übung hilft, dass die Energie von Muladhara, und zwar Svadhisthana Chakra, nach hinten gehen und so Apana Vayu in seiner Manifestation als Virya in die Sushumna eintritt und dann sublimiert wird als Ojas. Eine zweite Übung, die als Virya Stambhanasana bezeichnet wird, ist Guptasana, wo du eine Ferse vor dir hast und die andere Ferse direkt ans Schambein anlegst und den Fuß dabei nach unten gibst. Auch diese Stellung soll helfen, dass die Sexualenergie nach hinten kommt. Dann gibt es auch noch eine Übung, die vor allem Virya Stambhana bewirken soll, wo du dich ganz auf die Ferse draufsetzt und dabei praktisch die Ferse unterhalb der Prostatadrüse hältst. Diese soll jetzt im Falle des Geschlechtsverkehrs verhindern, dass Virya, der Same des Mannes, nach außen tritt. Wie das funktionieren soll praktisch, kann ich aber auch nicht sagen. Jedenfalls, Virya ist eine Lebenskraftenergie und die wollen wir im Yoga durchaus harmonisch halten und man kann sie mindestens während der Meditation und Pranayama halten und in Ojas sublimieren.